Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Das Thema der heutigen Sendung, der internationale Handel mit Zierfischen. Und dazu haben wir am Telefon Gerald Basler. Hallo Gerald. Ja, schönen guten Morgen. Gerald, erstmal ein bisschen was zu dir. Was genau hast du mit Fischen zu tun? Ja, das ist schon eine lange Geschichte. Ich bin in 1977 angefangen zum Arbeiten bei einem Großhandel in Belgien, Aquaria Antwerpen. Und es ist so lange der Zeit, dass ich nachher auch angefangen bin, in Amerika zu arbeiten, in die Niederlande, in Deutschland. Und heute arbeite ich wieder sogar in meiner Heimat in Belgien, als Biologe in spezialisierten Fischkrankheiten. Und du handelst also auch mit Zierfischen? Ja, ich habe eine eigene Anlage gehabt. Vor einige 2 Jahren habe ich damit aufgehört. Aber ich handle noch immer mit Fischen, aber nicht in einer eigenen Anlage. Das habe ich selbst nicht mehr. Wir wollen ja aber heute über den internationalen Handel mit Zierfischen sprechen. Kann man erstmal so ganz allgemein sagen, ist das gut oder ist das schlecht? Ja, was ist gut und was ist schlecht? Das ist sehr breit. Heute müssen alle Sendungen, wenn die transportiert werden, besonders mit Luftfrachtgesellschaften, internationale Exporte, Importe, muss alles mit Papieren. Und richtige Papieren, Dokumenten, Zertifikate, Gesundheitszertifikate, Rechnungen, Packinglisten und das wird alles wirklich genau kontrolliert an die Importgrenze. Und früher war das kaum nicht möglich. Wenn ich das vor 25 Jahren sehe, waren kaum Papieren nötig auf jeder Sendung. Nur eine Packinglist. Und heute ist das alles wirklich begrenzt geworden. Ja, und damit ist es mehr allgemein ein gesünderer Handel geworden. Wie funktioniert denn der internationale Zierfischhandel? Kannst du uns das mal kurz erklären? Ja, allgemein, kurz zu sagen, internationaler Fischhandel ist, dass Importeure, zum Beispiel in Europa oder besonders in Deutschland, Fische ankaufen bei Exporteuren in andere Kontinente, in andere Länder, damit einen schönen Auswahl zu bekommen von verschiedenen Ursprungsländern. Und die Fische werden angeboten auf Stocklisten mit Bildern ab und zu auch dabei. Und die werden dann bestellt und innerhalb zwei, drei, vier Wochen werden die Fische dann geschickt bei Flugzeug in bestimmte Verpackung eingepackt. Sind das denn alles Wildfänge oder Nachzuchten? Es ist abhängig von den Ursprungsländern. Wenn man spricht über Südamerika, ist das fast alles Wildfang, das nach Deutschland geschickt wird. Wenn man von Asien dann Fische kauft, ist das meistens Nachzucht. Fast 90% aus Asien ist heute eigentlich Nachzucht und 10% etwas Wildfang. Und Südamerika ist fast 100% Wildfang. Und Afrika ein großes Teil, nur nicht die Zichlide, aber die anderen Fische von Kongo und Nigeria zum Beispiel sind alle Wildfang. Gerald, wie sieht das denn aus mit den Wildfängen? Kann ich das vorher wissen, wenn ich so einen Fisch kaufe, wenn ich sage, das möchte ich nicht unterstützen, ich möchte lieber Nachwuchs, oder muss ich damit einfach leben, dass das sein kann? Du kannst das immer nachfragen bei dem Lieferant. Der Lieferant weiß genau, ob er den Fisch von Wildfangursprung bekommen hat oder von Nachzucht. Aber meine Frage sein würde, warum ist Wildfang nicht gut? Sie sagen das so, die Frage stellen Sie so, ja, ich muss unbedingt einen Nachzuchtfisch haben. Dann ist meine Frage, warum kein Wildfang? Also die Frage ist nicht unbedingt negativ, aber ist Wildfang denn gut? Also wenn das gut ist, ich weiß ja nicht, inwieweit das Arten sind, die eventuell gefährdet sind. Wenn Wildfang gut ist, dann ist das ja alles okay. Ja, das ist natürlich die Frage, wie man das macht in die Ursprungsländer, wie man mit den Fischen umgeht und wie das alles abläuft, weil man die Fische fängt in Natur und wie die gelagert werden und exportiert werden. Das natürlich, das kontrolliert, wie gut wir das machen können oder nicht. Also ist Wildfang pauschal nicht unbedingt schlecht? Nee, sicher nicht. Und das große Vorteil, was kaum bekannt ist, dass damit eigentlich viele Leute, die in Kongo Ströme oder in Amazonas Gebiet wohnen,
damit ein Leben haben. Damit bekommen die ein Einkommen und das sind viele tausende Menschen, die nur kleine Zierfische fangen, die man nicht essen kann. Und die man damit für etwas Geld verkaufen kann. Viele sagen, das ist viel zu wenig, aber für die Leute ist das ein schönes Einkommen, da die damit, was die Natur produziert, für ihre eigene Einkommen verwenden können. Und die wissen genau, wenn die Natur ausrotten oder kaputt machen oder leer fangen, dass die nächste Monat keinen Fisch mehr haben. Und die kennen sich aus. Die sind natürlich Aussonderungen, Ausnahmen, die immer etwas falsch machen. Aber die Durchschnittsfisch fangen, kann die ganze Ströme und Amazonas Gebiet gar nicht leer fangen. Das ist so groß, sind so groß Wasserbehälter, so große Ströme, Rivieren. Da kann man kaum, 95% kann man noch nicht erreichen mit Boot oder mit Mensch. Und für die Leute ist das ein sehr wichtiges Einkommen. Wenn den Fisch nicht mehr gibt für die Export, ja, müssen die der Natur für etwas anderes verwenden. Ist das für Marihuana anzupflanzen oder andere Sachen zu machen, die Natur, die Bäume umzukippen und zu verkaufen, dann geht die Natur sicher kaputt. Und damit ist schon bekannt geworden, dass bei vielen in Amazonen, besonders in Brasilien und Kolumbien, ist man schon genau informiert, dass die Fischfänger, die kleine Fische fangen für Aquarium, auch Naturschützer sind. Und das müssen wir irgendwo versuchen zu bleiben unterstützen. Kann man also ganz einfach sagen, wenn ich einen Zierfisch aus gutem Wildfang hole, betreibe ich gleichzeitig Naturschutz oder unterstütze den Naturschutz? Mehr und mehr. Das war natürlich für 30 Jahre gar nicht bekannt, wie man das machen muss. Und heute haben wir sehr viel mehr Information, auch wissenschaftliche Unterstützung, auch von den lokalen Universitäten sind damit beschäftigt. Dass die Leute, die zum Beispiel Fisch fangen in Barcelos oder in Santa Isabel an der Rio Negro, dass die bestimmte Teile von das Jahr kein einziger Fisch fangen dürfen zu fangen, da das eine Schutzperiode ist. Da ist die Periode, dass die Fische nachzüchten. Und dann müssen die Fische ruhig lassen und dann brauchen sie da 3 Monate keinen roten Neon zu fangen. Und das ist ein Schutz für den Fisch. Und mehr Kenntnisse kommt dazu, dass die Fischfänger noch mehr Naturschützer werden. Und irgendwo ist unser Ziel in die Zukunft als Handel, dass wir da unterstützen und auch Werbung für machen, dass ein Wildfangfisch ein Naturschutzprodukt ist. Gibt es da auch so eine Art Top 3, Top 10 an Zierfischen, die weltweit am stärksten gehandelt werden? Heute noch immer den roten Neon, Paracaira doraxorodi, der rote Neon aus Kolumbien, von der Orinoco und Amazonengebiet und noch immer Brasilien, aber es ist natürlich weniger geworden wegen der Nachtzucht. Den Peditella und Rhodostomus, das sind zum Beispiel 2 Arten, die da sehr häufig, Otocinclus, ein großer Verkäufer aus Kolumbien und Brasilien. Das sind zum Beispiel 3 Arten aus dem Südamerika-Gebiet. Und von Afrika sind Rüsselfische, Gnatonemis petersi zum Beispiel. Oder von Afrika, von Kongo, Cynodontis nigri, Nigri ventris, der richtige Rückenschwimmer, Wels. Das sind zum Beispiel Arten, die sehr häufig zu bekommen sind in Sofageschäft. Und wie sieht es bei den Nachzuchten aus? Gibt es da auch so eine Top 3? Ist abhängig vom Land. Jedes Land hat so seine eigene, wie kann man sagen, Fische, die interessant sind. Wenn ich da mal gucke nach Amerika, da gibt es den genetisch gemodifizierten Olisi als Hauptverkäufer. Und die sind gar nicht erlaubt in Europa. Und in Europa ist das der meistverkaufte Fisch, ist der normale Goldfisch oder den Schleierschwanz. Und dann nachher den roten Neon oder normale Neontetra, Neonsalmer. Abhängig von Land. Und an Asien gibt es wieder andere Fische. Im Fernsehen gilt ja immer der Koi so als der teure Film. Wenn es irgendwo heißt, da hat jemand einen Koi im Gartenteich, dann ist er Millionär. Stimmt der sicherlich so einfach auch nicht. Aber gibt es bei den Zierfischen auch so etwas wie bei den Briefmarken die blaue Mauritius, also unglaublich teure Fische? Ja, das besondere bei die
Die Frage und Angebot, nach Frage und Angebot. Und bestimmte Arten sind nicht so einfach zu bekommen oder nicht einfach nachzuziehen. Und die sind dann an teuren Preis, zum Beispiel den Zebra-Wels, der L46, ja, die kostet einfach im Sokofachgeschäft 100-200 Euro für einen kleinen Wels von 5 cm. Kann ich solche Fische denn auch relativ einfach zu Hause dann selber nachzüchten? Ja, sind Leute, die sind viele Aquarianer, die zu Hause auch nachzüchten, ja. Und wenn ich dann solche seltenen Fische nachzüchte, dann kann ich damit eventuell auch richtig Geld verdienen? Ja, das kann. Es sind natürlich Fische, die kleine, nicht so viele Junge haben, nicht so viele Jungtiere produzieren. Und das kann. Die Tiere, die normal hier im Handel sind, dann sind nicht geschützt und sind frei verkauflich. Und da kann jeder sein Aquarium-Hobby ausbreiten mit das Geld, das er dann irgendwo mit den Fischen verkaufen kann, ja. Gerald, wo könnte ich mich denn im Internet über dich mal informieren, wenn ich vielleicht noch weiteres wissen möchte? Ja, ich habe eine Website, das ist www.basleer.com und ich bin auch Präsident von OFI, Ornamental Fish International. Es geht auch über die Gesetze in Handel, was umgeht in den internationalen Handel. Und das ist www.ofish.org. Gerald Basleer, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Interview. Ich hoffe, dass das etwas bringt für viele Leute, die gerne einen schönen Fisch in einem Aquarium halten oder lagern wollen. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.